Hey Leute, ich grüße euch. Schön, dass ihr einschaltet zu einem neuen Video von mir und heute auch anlässlich des Alpha-Tests zu CorePunk ein Video von mir mit einem neuen Eindruck zum Spiel. Ich war ja in der Alpha 1 schon und auch jetzt im Alpha-Test 2 unterwegs, zumindest kurz. Und das hat auch einen Grund, warum das nur kurz war. Es war nicht der Grund, dass ich jetzt sagen müsste, oh, ich hatte nicht mehr Zeit gefunden, das zu spielen. Ich hätte es jetzt noch mehr spielen können, aber das ist auch schon der harte Einstieg jetzt in dieses Video. Beim zweiten Test jetzt einfach, ich habe reingeschaut und habe halt wirklich nicht gemerkt, nach einer Stunde, sage ich mal schon mal so, dass ich so mega viel getan hätte bei dem Game. Also das enttäuscht mich jetzt ehrlich gesagt auch ein bisschen, deswegen steige ich auch gerade so ein in dieses Video. Einfach so, wie ich drüber denke, wie ich drüber fühle. Ich habe keine Motivation gehabt, weiterzuspielen, weil ich dachte, es ist einfach so, sie haben es so träge belassen, wie es beim ersten Test war. Man kann jetzt, ich erinnere mich nicht mehr genau dran, ob es beim ersten Test auch schon so war, dass es ein Campfire gab, wo man sich direkt hinsetzen konnte und wieder Lebenspunkte und Mana-Punkte hergestellt hat. Es könnte sein, wenn ich mich nicht irre, dass das jetzt beim zweiten Test neu drin ist, dass man hier quasi eine Regenerationsmöglichkeit hat von den Lebenspunkten. Aber ich finde diese Anpassung ein bisschen geht am Ziel vorbei. Und warum, möchte ich auch kurz ausführen. Es ist so, wenn ihr startet in das Spiel und ihr kriegt eure erste Quest, dann lauft ihr da los durch die Bäume. Dann kommt ihr auf den ersten NPC, der sagt, ey, könnt ihr mal 3 Holz besorgen, ja, von Bäumen, die hier irgendwo in der Nähe sind. Dann sagt ihr vielleicht, hey, die Quest hört sich gerade interessant an, komm, ich gehe jetzt gleich links rein, ab vom Weg und gehe in den Wald und versuche mal diese 3 Holz zu beschaffen. Dann stehen am nächsten Eck stehen 3 Ratten, und du kämpfst gegen die 3 Ratten und bist auf 10% deiner Lebenspunkte runtergehackt. Ja? Und dann fängt der Punkt nämlich an, den ich meine. Du hast dann, nachdem du diesen Kampf bestritten hast, hast du keine Möglichkeit mehr, keine sinnvolle Möglichkeit mehr, weiter in diesen Wald zu gehen und die 3 Holz zu holen. Das kannst du abhaken. Warum? Du kannst nicht warten und deine Lebenspunkte stellen sich auf 100% wieder her. Du kannst kein Lagerfeuer machen, weil du nicht in der Lage bist, ein Lagerfeuer zu machen, direkt am Anfang, um deine Lebenspunkte wiederherzustellen. Du kannst nicht irgendwo rumlaufen, versuchen, Feinde zu vermeiden und irgendwas aufsammeln, wo du deine Lebenspunkte schnell wiederherstellen könntest. Es gibt zwar theoretisch die Möglichkeit, dass du an einem Busch irgendwie Larven finden könntest oder Haselnüsse oder sowas, aber die Möglichkeit dafür ist so gering, dass du daran keine Freude finden wirst. Also du kannst dann da 10 Minuten irgendwie durch die Büsche rennen und mit Glück vielleicht dann sagen, dass du 1, 2, 3 Gegenstände gefunden hast, die deine Lebenspunkte tatsächlich wiederherstellen. Aber das ist dann von deiner Lebensleiste vielleicht 10 oder 20% deiner Lebenspunkte. Und mit 30% deiner Lebenspunkte kannst du die nächste Feindesbegegnung nicht überleben. Das heißt, du hast schon innerhalb von deinen ersten 5 bis 10 Minuten die Erfahrung, dass sich das Spiel komplett ausbremst. Es bremst dich einfach aus. Also du möchtest vielleicht dann diese schön gestaltete Welt entdecken und erkunden. Und du möchtest auch diese Quest spontan angehen, einfach weil du sagst, hey, ich hack gerne auch mal ein Holz runter. Ich möchte gerne die Bäume suchen, möchte die Quest gerne abgeben und die Belohnung einsacken von dem Typ. Und dann mache ich mit der Hauptquest weiter. Aber das kannst du gar nicht, weil dich dieses System so ausbremst und dich so schlapp und schwach und träge macht in diesem Spiel, in der Geschwindigkeit, wie sich dieses Spiel entfaltet, nämlich eigentlich nicht wirklich. Und du dann damit einfach sofort so träge nach unten gedrückt wirst mit deiner Motivation, dass du erstmal in eine Phase der Verwirrung kommst, weil du denkst, was wollen die denn jetzt von mir? Also soll ich jetzt diese tolle offene Welt erkunden und diese Quests machen? Ja, aber wenn ich das machen soll, wie soll ich dann meine Lebenspunkte regenerieren? Soll ich bei der zweiten Bossbegegnung sterben einfach? Weil du kannst nichts anderes als verrecken dabei. Es geht nicht anders. Ja? Oder muss ich dann die Hauptquest machen? Muss dann von den ganzen 10 NPCs, die in der Stadt rumstehen, alle Quests versuchen zu machen,
bis ich die Rezepte habe und das Gold habe, um mir einerseits Essen zu kochen, was mich regeneriert, auch wenn ich unterwegs bin, regeneriert, um mir ein Lagerfeuer draußen zu machen, wenn ich unterwegs bin, was mich regeneriert, oder fesseln die mich ständig an die Stadt, dass ich Ping-Pong machen muss, eine Feindesbegegnung, zurück in die Stadt zu diesem Lagerfeuer, wo ich mich regenerieren kann, wieder eine Begegnung, einmal kämpfen, wieder zurück am Lagerfeuer und so weiter, dass ich dieses Ping-Pong machen muss, was so ermüdend ist, was so lange dauert, weil sich der Charakter auch mega langsam bewegt. Ja. Was ist der Sinn dahinter? Alleine finde ich, durch dass ich es erkläre, klingt es doch schon langweilig ohne Ende. Vor allem, wenn du dir vorstellst, dass der Charakter wirklich so träge läuft und du musst dann quasi 1 bis 2 Minuten laufen, bis du einen Feind bekämpfen kannst, der deine Lebenspunkte auf 10-20% runterballert, die du dann nicht regenerieren kannst, auf normale, natürliche Art und Weise, und dann zurück zum Lagerfeuer in die Stadt laufen musst, wieder 2 Minuten, deine Lebensleiste auffüllen musst und dann wieder rausläufst und dann wieder einmal einen Feind bekämpfst. Es klingt doch schon allein durch die Erklärung extrem ermüdend. Und ich verstehe diese Herangehensweise nicht. Ich habe gedacht, gut, die haben sich da mit Sicherheit auch was gedacht daran, dabei, dass diese Progression quasi, dieser Fortschritt, den man spürt, dass der mega belohnend wird irgendwann. Das heißt, man leidet am Anfang unter diesen Strafen. Ich sage es, eigentlich finde ich das Wort sehr passend. Es ist eine Strafe am Anfang, dass du dich nicht regenerieren kannst, dass du nichts findest, was dich regeneriert, dass du kein Lagerfeuer machen kannst, dass du nicht stark bist, dass du nicht genug Skills hast, um die Feinde schnell zu bekämpfen, dass du dich langsam bewegst und deswegen einen Mount haben möchtest. Du hast am Anfang, du bist belegt mit lauter Strafen und Hindernissen und dass du, je weiter du voranspielst, dass du dir diese Strafen quasi, dass du dich erlöst von diesen Strafen und durch diese Erlösung eine Motivation bekommst und zu sagen, jetzt habe ich den Fortschritt, jetzt bin ich besser geworden, jetzt kann ich ein Lagerfeuer machen, jetzt habe ich genügend Essen, dass ich meine Lebenspunkte auch draußen wiederherstellen kann, jetzt habe ich mehr Skills, jetzt kann ich mehrere Feinde nacheinander bekämpfen. Dass das die Motivationsspirale sein soll. Aber ich finde, es funktioniert nicht, weil diese Spirale viel zu spät überhaupt erst startet. Man leidet in den ersten 5 bis 10 Minuten schon so stark unter diesen ganzen Strafen, dass ich glaube, das ist meine Einschätzung, dass man da bei 90% der Spieler einfach schon fett verliert. Die sind weg. Die sagen, oh Gott, bevor ich das mache, ja, spiele ich lieber das langweiligste Brettspiel oder Kartenspiel, was ich hier zu Hause im Schrank liegen habe, weil wirklich, das brauche ich jetzt nicht, ja. Niemand braucht direkt am Anfang etwas so Schwergängiges und Ermüdendes, um sich dann irgendwie selbst zu erlösen durch Systeme, die am Anfang nicht diesen Reiz und diesen Kick bringen. Ja? Denn du willst am Anfang auch schon Spaß haben. Und dieses am Anfang Spaß haben funktioniert, finde ich, in der aktuellen Version von Corepunk nicht. Dieses Spaßgefühl daran. Was ist daran Spaß? Es ist anfangs erstmal nur Leiden und nicht ein Hauch von Spaß. Um es mal entgegenzusetzen, dass man dieses Leiden auf sich nehmen möchte, müsste zum Beispiel das Kampfsystem am Anfang schon mega viel Spaß machen. Dann würde man gerne leiden. Weil dann würde man zumindest sagen, ja gut, das ist alles hier ein großer Aufwand. Aber wenn ich dann kämpfe, das ist geil. Aber auch der Kampf ist erstmal nur ein Skill und du prügelst erstmal nur die ganze Zeit drauf rum, so in so einem Hin und Her. Das ist auch nicht so, dass es einen mega, mega kickt irgendwie, mega mitnimmt. Ja, es ist schön gemacht. Die Welt ist schön, die Grafik ist schön. Charaktererstellung finde ich klasse. Ich finde es toll, diese Fantasy in dieser Welt, das ganze Setting. Wie alles hochwertig gemacht ist mit den Sounds, mit dem Abholzen, mit dem Sammeln von Sachen, dass es viele Items gibt, dass das Crafting komplex wird in Zukunft. Die Welt, mir gefällt das alles sehr, sehr gut. Also alles, das Gesamtpaket, was Corepunk mitbringt. Aber innen drin, wenn man reingeht in diese Systeme und diese Systeme erlebt, es ist einfach kein Loop, finde ich, der einen mitnimmt. Er nimmt einen nicht mit. Und die meisten, denke ich, nicht mit. Und deswegen hoffe ich ganz arg, persönlich jetzt gesprochen von mir aus, dass es Anpassungen gibt,
dass die Spielgeschwindigkeit an sich erhöht wird, dass das Kampfsystem vielleicht von Anfang an mit mehreren Skills freigeschaltet wird, dass man mehr Gegenstände finden kann in der Umwelt, die einem die Lebenspunkte wiederherstellen, oder dass es eine natürliche Lebenspunkte-Regeneration gibt von Anfang an. Das heißt, dass man vielleicht auch ein bisschen rumstehen muss, aber dann die Lebensleiste sich wieder füllt und dass man weitermachen kann mit der Quest, die man gerade macht. Weil bis ich, wenn ich jetzt eine Minute in den Wald reingelaufen bin, bis ich wieder zur Stadt gelaufen bin, es dauert eine halbe Ewigkeit. Und das will keiner machen. Also ich kann es mir nicht vorstellen, dass es jemand machen will. Kann auch sein, ich irre mich und die breite Masse der Gamer feiert das total und das ist nur meine Ansicht. Aber ja, deswegen ist es ja mein Kanal, weil ich hier meine Meinung sage, meine Auffassung von dem Game. Ja. Also kann auch für andere Leute ganz anders sein. Ich sage nur meine Kritikpunkte, die ich bisher jetzt erlebt habe in dem Spiel. Und deswegen hoffe ich, dass sie diese Anpassung machen. Das ist einfach wie von dem Anfangspunkt, von dem ich ausgegangen bin. Ja. Wenn ich am Anfang diese Quest bekomme, diese Nebenquest sozusagen, und ich möchte diese 3 Holz beschaffen, gebt mir die Möglichkeit, diese 3 Holz zu beschaffen. Und zwar ohne, dass ich 3-4 Mal in die Stadt gehen muss, um überhaupt Lebenspunkte zu bekommen, um die Kämpfe zu machen, um dieses Holz abzuhacken. Ja, oder überhaupt mal die Bäume zu finden. Ja. Macht es nicht so träge, macht es einfacher am Anfang, macht es spaßiger am Anfang. Nimmt die Spieler mit, dass sie Bock drauf haben, sich das anzutun, in Anführungszeichen, in den ersten 10 Minuten, um über diese Schwelle zu kommen, dass sie gehuckt werden, um den Rest vom Game zu erleben, um weiter aufleveln zu wollen, um die Crafting-Systeme zu entdecken, um die ganzen Materialien zu finden, um die Quests machen zu wollen. Macht die Systeme, um das zu erleben zu können, macht das eingänglicher, macht das einfacher und nicht so, dass alles vollgestellt wird mit Blockaden. Hey, du kannst jetzt deinen Lebenspunkt nicht regenerieren. Hey, du kannst nichts finden. Du kannst nur was die ganze Zeit finden, was deine Mana-Punkte regeneriert. Das Zeug findest du komischerweise. So ein Grünkohl irgendwo oder so eine Karotte, die macht deine Mana-Punkte. Die regenerierst du komischerweise. Was will ich mit den Mana-Punkten? Ich brauche Lebenspunkte, weil nach einer Begegnung mit irgendeinem Feind in den ersten paar Minuten, ja, fetzt mir meine Lebenspunkte sowas von weg, dass ich nicht mehr weitermachen kann. Was ist das? Wieso? Was ist der Sinn dahinter? Dass ich mich an ein Lagerfeuer setzen muss, was ewig weit entfernt ist. Warum soll ich das machen? Das verstehe ich nicht. Und deswegen war ich jetzt ehrlich gesagt halt, um Fazit runter zu machen vom Alpha-Test 2, ziemlich enttäuscht, weil ich eigentlich dachte, sie bringen da ein bisschen Bewegung ein. Und das ist nicht passiert, es ist genauso träge wie beim ersten Test. Und ich hoffe, der dritte wird besser. In dieser Hinsicht, Leute, teilt natürlich gerne eure Meinung, wie ihr die Alpha erlebt habt, unten in den Kommentaren, falls ihr das Video gefunden habt. Und ansonsten danke ich natürlich euch allen fürs Einschalten, falls ihr vorbeigeschaut habt. Und dass euch dieses Review vielleicht von der Alpha jetzt ein bisschen was gebracht hat, dass ihr einen Einblick hattet, wo es dem Spiel meiner Perspektive nach momentan noch fehlt. Und dann bin ich gespannt, wie es weitergeht mit der Entwicklung von Corepunk. Ich hoffe wirklich sehr, dass sich das in so eine Richtung entwickelt, die ich mir jetzt persönlich wünsche. Wenn die Gaming-Community das natürlich sich ganz anders wünscht, dann je nachdem, wie es den meisten Spaß macht, so soll sich das Spiel, denke ich mal, entwickeln, so wie die Entwickler es wollen. Nicht so, wie ich das will. Muss ja auch nicht. Ich sage nur meine Kritik dazu und damit, Leute, bin ich erstmal raus. Bis zum nächsten Video. Haut rein, macht es gut, Leute.